Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die, meine lieben Sirakumori. Hallo. Und Weg da, Zombie. beinahe hätte die Folge mit einem Näh angefangen. Von mir, Nee, von mir. hä? Aber mir liegt, ob ich es reinschneide, was ich da gemacht habe. Ja, mach doch. Nee, ich hab's schon gelöscht. Ja, dann kannst du es doch erst im Hab ich auch Papier. gelöscht schon. Warum? Warum? Weil ich lösche. Ja, das, ja, ich lösche auch, aber du löschst ja irgendwie unfassbar schnell. Ja. Mach das nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Jawohl. Jetzt. Strecken. Nee, ich hab's noch. Es ist noch ein Papierkorb drin. Weil ich jetzt als Outtake. In die untere, in die, am Ende dieser Folge mal schauen. Am Unde? Am unteren Ende der Folge wollte ich sagen. Am Wer war Unde. komisch am unteren Ende, am unteren Ende der Folge. Am Unde. Am Ende. So. Bin Unser wieder auf dem Riesenloch. Weg. Ich habe ein Riesenloch. Auf dem ich stehe. Hä? So wie das Bild mit dem Loch auf der Rückseite aufgehängt werden kann, Ja. Alter! Ist die denn geflogen? Ich stehe hier und singe. Kommt Sira von nah und fern? Mit Reparaturkits. Die habe ich ja Reparatur. so gern. Und ich eile, eile, eile im Auto schritt. Au. Bevor du eilst mit dem Auto im Schritt. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendwie möglich ist. Stimmt, dass das möglich ist, ist sehr schmerzhaft. So, das ist ein Spielzeugauto im Schritt. Okay, ein Spielzeugauto, das geht wahrscheinlich. Zumindest, wenn man sich so ein paar Röntgenbilder eines Urologen Ja. anguckt, ist das definitiv möglich. Definitiv ja. Uah. Warum? Einfach nur warum? Keine Ahnung, frag mich mal was Leichteres. Aber es gibt halt irgendwie solche komischen. Spezialisten, Ja, ist komisch, die. Sag Spezialistinnen. mal so, es gibt halt solche Leute, die einfach so einen Fetisch haben. Sagen wir es mal so rum. Ja, das stimmt. Es gibt ja auch Fußfetischisten. Es gibt auch Ohrfetischisten und keine Ahnung, was für Fetischisten. Au, das tat weh. Das war gerade passend. Ich habe gerade einen Zombie erschossen, wie du Augen gesagt hast. Ich hab mir mal wieder mein Fressbrett am Lenkrad Ach so. angeschlagen. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich doch gerade gar nicht erschossen. Warum sagst du oh? Bin gleich da. Das ist toll. Ich bin hier so einsam. Kleine Mäh. Nicht mal Zombies lassen sich großartig hier zeigen. Yay! Judentag. Servus. Schmeiß doch ins Auto, ist einfacher. Ja, guck du, knall mich nicht ab, sondern geh Ich habe deine gucken. Zigarette, ich habe nur deine Kippe angezündet. Meine Ge Die ist doch schon an Nein, ganz die war nicht entspannt. angewiesen, die war aus. So ein Quatsch. Die war zu diesem Zeitpunkt war sie aus gewesen, die war nicht angewiesen.
zu diesem Zeitpunkt war sie Auen gewesen. Aus. Auen. Aus. Auen. Auenland. Ja. Bilbo, ich bin auch im Beutlin. Land. Das ist doch verarsche. Soll ich nicht wieder buddeln? Nee. Ich bin schneller. Nee. Ich heule grad. Wie ein Wolf. Au. Ich nenne ihn Rolf. Du spielst mit ihm Golf. Also irgendwo hier scheinbar. Wieder irgendwo ganz dick unter der Straße. Hier. Da, deine Schaufel. Doch, kein Bock mehr. Doch, aber... Ich hab sie! Ja, Gott sei Dank. Ah, warte, die Dietriche sind in der Karre. Lass mich so, ich hole sie schon. Nee. Die Dieter sind in der Karre. Dieter! Schlosskacken. Was, Schlosskacken? Ja, Schlosskacken. Andere tun Schloss knacken, ich tun Schloss kacken. Das tut bestimmt weh. Ganz bestimmt. Aber ich bin's gewohnt. Ein Jahr später. Noch ein Jahr später. Ich sag mal, willst du mich verarschen? Nächste Generation. Die Enkelchen vom nächste Generation. Ey, ernsthaft? Jetzt aber, hä? Und? Nichts Interessantes groß drin. Munition, Silber und Goldklumpen und Geld. Also das Übliche. Ja. Das müssen wir aber hier mal leer machen, damit wir die Karriere wieder rauskriegen. Die arme Welt. 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 Jetzt die anderen Aufträge. Auf dies abholen, zum Beispiel. Zum Beispiel. Na? Ah, jetzt so. Vorne ist noch die Kiste vom Flugzeug. Achso. Ob wir auch einen Bobs und Bors hier irgendwann... Wäre nicht verkehrt. Stay-Tree-Auto. Stay-Out. Da waren Hunde drin, daran erinnere ich mich noch. Da waren wir noch gar nicht drin. Privat war ich da schon mal drin. Ah. Das war das, einer der ersten Spielstände, wo ich angefangen habe, wo mich ein Hund zerfleischt hat, direkt zu Beginn. Ah, okay. Otze. Schrotflintenpatrone. Ja, nimm mit und komm. Nichts Interessantes. Nichts gescheit. Nee. Und kann es sein, dass die Karre mittlerweile viel mehr Benzin schluckt als vorher? Nee, ich glaube nicht. Die hat schon immer viel geschluckt. Okay. Muss auch bedenken, ich fahre die ganze Zeit schnell. Ah, okay. Vielleicht auch deswegen. Oh. Ey, ich dachte, das wäre da oben. Hä? Hallo? Nee. Das Loch kam gerade etwas spät.
Was willst du hier? Mal gucken, was da unten ist. Das ist nur so ein Tunnel. Okay, nicht. Das ist nur ein Verbindungstunnel von zwei Gebäuden oder so. Geht wieder Bell's Bakery? Bakery. Ja. Also manche haben eine Batterie, wir haben halt eine Bakerie. Genau. Also 2 Kilometer fahren hier. Yep. 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 Bitte nicht ersaufen, bitte. Bitte, bitte, nee, bitte. Nee, ich doch nicht. Hey, ich könnte auch drumherum fahren, ja? Also bitte, ne? Hab ich auch irgendwann mal was anderes behauptet? Nö. Kurz ja, mal erwähnen. Jetzt kriege ich aber nasse Füße. Ah, stell dich nicht so an. Da werden sie wenigstens mal wieder sauber. Jetzt ist alles nass. Ja, ist nicht mein Problem. Doch. Sogar meine Unterbuchs ist nass. Na, hoffentlich auch wegen dem Wasser. Natürlich wegen dem Wasser. Wegen was denn sonst? Oh, ja, aha. So fahren. Dem war wohl nicht so. Sogar meine Socken sind nass. Das ist eklig. Mit nassen Socken in den Schuhen. In nassen dann Schuhen auch. Gleich aus und mach sie trocken. Mit was denn? Mit Sonnenlicht? Ui. Das dauert trotzdem. La la la. La 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 la. Oh, mein Zombie. Zombie-Bombi. Ein Zombie. Was Spaß. Da steht ein Auto im Weg. Armes Auto. 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 Ui, 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 ui. Entschuldigung. Du gibst heute mal wieder Geräusche von ja, dir. Ja, gegähnt. Ui, 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 ui. Ja, ich habe halt gegähnt. Abholen und säubern. Abholen und säubern. Wir gähnen dann mal. Ja, wir gähnen mit der Laterne. Und die Laterne, die gähnt mit mir. Und die Laterne, die gähnt mit mir. Ja. Da oben, da gähnen die Sterne und unten, da gähnen wir. Gähnen wieder wir. Langsam wird mein Finger taub. Oh, eine hier. Kohlemine. Hä? Aber eine Kohlemine. Ach so. Ach, guck mal, wir sind gar nicht mehr weit weg von zu Hause. Ja. Ich würde sagen, irgendwie 2 Straßen weiter. Guck mal, da vorne ist das White River. Ich würde sagen, da vorne ist unser Haus. Ja, da vorne ist der Händler oder da vorne ist auch unser Haus. Nice. Lipp. Da haben wir es hier. Guck mal, mein Schaft brennt. So. Guck mal, der Zombie rennt. Hallo Leute, wir sind die Nachbarn. Wir sind euch eingezogen. Hat der mal für Krach beim Umfallen nicht? Oh, was ist das? Da braucht man ein bisschen, da muss man ein bisschen abnehmen hier. Hier noch was? Ich möchte eigentlich. Yeah. Da rennt was durch mich durch. Ja, das war ich. Oh, hallo, mein Freund. Warte. Nein. Ah, halt dein Maul, ja. Komm weg. Halt dein Backen. Halt dein Goschen. Oh, Hänger. Bei mir nicht. Ratsch, bumm, bauf. Oh. Yay! Unnormaler Backflip.
Ein Fleckbib. Hm? Ein Klo. Kommt der Zombie dann auch an? Ich gefliegt. Ja. Nee, der schreit auch. Oh, normaler Backflip. Hallo. Du wollt gerade aufstehen. Die lebt noch. Erstmal drüber hinweglaufen. Klar. So, nein, bleib. Hilfe. Hilf. Hallo, ihr zwei Mädels. Guten Tag. So. Guck, ich habe jetzt meinen Reißverschluss zugemacht. Gut. Hüppa. Huch. Was hast du jetzt gemacht? Ich bin wieder runtergelaufen. Hallo, Leute. Der hat mir auch eine mitgegeben. Da habe ich so ein Gedärm hier im Gesicht. Alter, jetzt mal Platz da. Ich bin doch gar nicht mehr da, was willst denn du? Oh, der Tisch, der Tresor war sogar noch offen. Der Tisch, der Tresor. Guck mal, da hängt das. Der Tisch-Tresor. Hä? Was? Hä, wo bist du denn jetzt? Unten. Ach, da. Guck mal. Schnieke. Ja, okay, da sollte man vielleicht nicht runter. Spät. Hey. Was, ernsthaft? Ja. Hat voll weh. Ich sag extra noch, man sollte da vielleicht nicht runter, in dem Moment zu spät. Oh. Eins, zwei. Geil geboxt. Ja, ist ein Geier. Ich steche ihn in die Füße. Hi. Hi. Was hat das jetzt gebracht, hier runterzukommen? Keine Ahnung. Hi. Hi. Muss einen Grund haben, dass man noch höher kommen kann. Jetzt bin ich. Aber ich gehe noch mal hoch und guck noch mal. Ich weiß gar nicht, ob man noch mal höher kam. Ja. Ja? Ja. Nur da war man halt so schon. Aber nicht. Muss doch ganz oben musste noch irgendwas gewesen sein. Habe ich so das Gefühl. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich bin unten. Ich bin runtergeplumpt. Apropos, es gibt auch noch ganz unten noch einen Keller. Da waren wir da nicht schon drin? Nein, wir waren im anderen Teil der Keller. Da ist noch ein Teil im Keller. Ah, ach so. Na dann. Ah, jetzt bin ich hier. Da ist aber nichts. Nee, da kam ich her. Das ist alles da. Da. Ups. Na doch, wir waren schon ganz oben. Dachgeschoss. Ich will wieder runter. Denn da bist du munter. Und nennt sich dort Gunther. Hä, hier ist doch gar kein Keller. Ach, da. Nee, das ist der Tunnel. Hä, da ist auch ein Keller. Ich hab Munition gefunden. Ja, doof, ich hab doch noch einen Keller gesehen. Ja, durch den, wo wir halt reingekommen sind.
Nee. Hier. Ach so, okay. Da war noch mal eine Tür gewesen, hab ich nicht gesehen. Düt-düt. Nicht genug Energy. Schluffi. Hi. Wo ist denn eigentlich die Karre? Da. Du bist gerade dran vorbeigelaufen. Gur, gur, gur. Da ist auch noch ein Lezept drin. Ein Lezept? Ja, ein Lezept. Ich mach nur gerade eben mein Zeug rein. Was ich nicht brauche. Die Dieters, die nehme ich mal mit, ne? Ja? Nein? Vielleicht? Weiß nicht? Ja, nimm ruhig. Okay, weil du hast gerade keinerlei Antwort mehr gegeben, deswegen frage ich. Ich habe die ganze Zeit... Ich habe nur Viop gehört, das war's. Viop. Auch nicht schlecht. Oh, bist du jetzt endlich mal fertig? Ja, Mann! Was wollte ich jetzt eigentlich? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ah, ja, Rezept. Das Rezept, genau. Rezept. Oh, ist auch wieder dunkel. Ja. Auf geht's. Ah. Rettungstruppe. Auf geht's. Was? Ja, das war ein Koffer. Yep. Ich weiß gar nicht wieso. Ich sehe alle so grün. Keine Ahnung warum. Ich auch nicht. Alles sehr verwunderlich. Hall. Danke. Uns ganz freundlich. Da war eine Schatzkatze da drin. Irgendwo lag eine Bombe. Das ja. Tat weh. Kann sein, dass da vielleicht auf dem Küchentresen irgendwie so eine Topfbombe stand. Das ist gut möglich. Möchtest du einen Wildbret-Eintopf? Oh ja. Uiuiui. Ui, ui. Dankeschön. Was war das denn eben für ein Geräusch? Die Schränke da oben hat es keinen Bock mitzunehmen. Nee. Und du hast keinen Bock, den Herd mitzunehmen. Nö. Nope. Wie? Ich leg mich mal hin. Du hast gerade so dezent geruckelt. Ich dachte, du hättest mich jetzt gerade abgeknallt. Nein. Ausnahmsweise war ich mal lieb gewesen. Aber nur ausnahmsweise mal. Ja, geh doch auch mal weiter. Ja, ich guck nur, ob da Zombies sind, ja? Die sind hier. Huch, ich hab meine Waffe weggeworfen. Was hast du weggeworfen? Ich hab meine Waffe weggeworfen. Lol. Warum? Weil ich eigentlich die Taschenlampe anmachen wollte. Genau. Ja, geil, Mann! Ich komme hier droh. Mach schon mal den Rest hier. Leck doch mir das Orschi!
Jetzt so. Oh, hell! Mensch, ich sehe nichts. Ach, guck mal. Jetzt ist er verschlossen. Ja, weil wir es praktisch zurückgesetzt haben. Oh, eine Stahlaxt. Huch. Cool. Hey, nicht, ich hab nichts dabei. Ja, ist ja gut. Ich wollte dich nur mal meckern hören. Ach, Menno. Hat sich mal voll nicht gelohnt. Wie so oft leider. Klappe, klappe, klacke, klacke. Oh, Geier. Okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt war's ein Geier. Ja, früher waren es auch zwei Stück gewesen. Ja. Fertig, Nummer 1. Ich muss meine Duschen noch finden. Ah. Findet. Du hast sie gefunden, ich nicht. Ja. So, fertig. Nee, nicht ganz. Wir können es nochmal starten. Hä, ist das dasselbe? Ja. Was du hast? Okay. Ja. Aber wenn du komplett das gleiche hast, dann wird das doch mitgemacht. Kannst du ja auch eine Tasche sammeln. Ja, hier steht nochmal abholen und säubern. Stufe 2 kann ich jetzt nochmal hier starten. Moment. Ja, steht in 20 Metern. Das ist das Nebenhaus wahrscheinlich. Nein, ich stehe doch direkt davor. Okay. Warte. Erstmal den Ausgang finden. Erstmal räumt sie die ganze Bude aus, dann nimmt sie mal die ganze Bude auseinander und dann finden sie den Ausgang nicht mehr. Nee, ich darf gerade nach Hause. Hä? Ach, da drüben. Jetzt sehe ich. An die falsche Seite. Oh, tatsächlich, das ist das gleiche Haus. What the fuck? Egal, hatte ich auch noch nicht. Warte mal. Zweimal das gleiche. Der bleibt definitiv liegen. Ah. Hier ist noch eine Schatzkarte im Übrigen drin. Schatzikarti. Ja, dann machen wir noch einmal das Haus hier durch und dann sind wir für heute auch fertig mit Aufnehmen. Wir haben noch nur noch anderthalb Minuten. Ja, meinst du, wir schaffen das nicht in anderthalb Minuten? Glaube nicht. Ich glaube schon. Und ich mache mal ein bisschen länger. Wenn du meinst. Ja. Oh. Dieses Gebiet ist momentan nicht quer. Geht nicht, okay. Was geht nicht? Geht nicht. Was dieses Gebiet ist momentan nicht für Quests verfügbar. Kommt bitte später zurück. Okay. Vielleicht, wenn wir das abgegeben haben. Vielleicht, ja. Vielleicht ich laufe nach Hause. Moment. Achso, du sagst, du läufst. Ja, naja, abgeben können wir ja jetzt gerade so wie so nicht. Nope. Ich habe eine voll geile Stahlaxt. Cool. Oh, da kommen eine ganze Menge Zombies. Wo? Da, wo ich gerade bin. Da sprießt ein Bäumelein. Ich hab's nicht gepflanzt. Aber ich. War vielleicht nicht so eine gute Idee. Reiß das mal wieder weg. Yep.
noch gar keine Zombies. Was zu denn? Doch, die sind da drüben. Die eine steht da hinter dem Zaun und springt da gerade rüber. Ja, komm, Mädel, komm doch zu mich. Da kriegst du eins aufs Maul von meinem geilen. Vorausgesetzt, er dreht sich wieder in die richtige Richtung. Hallo? Puff! Puff! Ah. War nur zwei Stück, ne? Ja. Ups. Oh, echt ein Nachtsichtgerät. Ja. Wäre optimal. Ja. Wäre Optimus Prime. Ja. Hast du die Karre wieder eingesteckt? Nee, ne? Nee, da war noch Zeug drin. Oh, Pilzsamen. Wupp. Dann eben wupp, nichts. Wupp. Jeha. Let's go. Yep. Hopp. Kippang. Kippang. Au, 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 au. So, einmal kindliches Gemache und Tour. ist die gefütterte Kapuze ist die Kleidung oder Rüstung? Die kannst du verarbeiten, da haben wir schon was Größeres. So. Stufe 6, deswegen frage ich. Ja, da haben wir schon was Größeres. Okay, okay. Okeli, dokeli. Schluck auf, des Todes. Ach, Menno. Hm? Was? Ach, das Schützengewehr hat nur Stufe 2, deswegen habe ich weniger Modifikationsdinger. Ah. Ja, das ist suboptimal am Anfang. Yep. Mit nix ist sie zufrieden. Ich bin zufrieden. Mit nix. Ich bin zufrieden. Mit nix. Warte mal, ich bin zufrieden. Mit ja nix. Ach ja, du mich auch. Wir brauchen Holz. Du weißt, wo es ist. Ja, in meinem Gesicht. Bett. In meinem Gesicht. Ich habe kein Brett vorm Kopf. Oh doch, aber was für eins. Du hast ein riesengroßes Brett vorm Kopf, aber so weit von. Das ist so großes Brett, das glaubst du nicht. Das ist so großes Brett, das glaubst du nicht. Jeha. 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 Achso, die Karre hab ich, ne? Ja. Nicht, dass du dich wunderst und die suchst. Nö. Ich suche nie. Molotow-Cocktail kommt Sprengstoff. Sprengstoff. Alter, wie sieht denn das da drin aus? Wie bei, Tempels unter dem Sofa. Wie bei Salome unter dem Sofa. So. Warum stellst du Bruchsand her? Ich stelle keinen Bruchsand her, ich lasse den Sand raus. Weil das nur Scheiben gewesen sind. Glasscherben. Ach so. Wie das möglich sein soll, aus Glas wieder Sand zu machen, ist mir zwar ein Rätsel, aber hier funktioniert's. Okay. Wenn das so ist, dann ist es so, ne? Ja. Ja. Weil Glas kann man nicht verarbeiten, das kannst du halt nur wieder zu Sand einschmelzen, so auf gut Deutsch. Ja, du kannst aber nicht aus Glas Fenster machen, oder wie? Was soll ich mit Fenster? Keine Ahnung, war ja nur eine Frage. Rein dekorativ. Mit dem Sand machen wir lieber Beton oder sowas. Ja, das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, das stimmt. Aber nicht mit dieser Folge. Nee. Also. Aber guck mal, habe ich nicht eine schöne Axt? Bist denn du? Habe ich auch, guck mal.
Ist schick, ne? Schick. Ja, ne? Oh. Nein! Verdammt, ich wollte eigentlich reparieren. Das hast du echt super gemacht. Ups. Moment. Das muss ich jetzt gerade noch reparieren. Warte. Brauch die. Wo ist es? Da. Ja, ja, die liebe Sira macht uns ein Loch im Boden. Ja, ich bin durchgefallen. Wo bin ich denn jetzt? Im Keller. Da. Muss erstmal den Weg wieder finden. So, jetzt aber. Gut, sag mal, jetzt nochmal runterfällst und machst einen auf dem Röhrig, du. Wo ist der Holzblock? Da ich hab dir doch da gerade hingesetzt. Er ist auch drin. Hä? Hast du auch bei drin? Mir nicht. Bei mir schon. Das ist komisch. Jetzt ist er draußen. Moment. Bei mir ist einfach nur leer. Und ich brauche noch einen Holzböppel. Und? Drin. Draußen? Drin. Draußen? Drin. Hä? Das ist, ja, bei dir. Jetzt sehe ich das, aber wo ich das selber reingesetzt habe, habe ich es nicht gesehen. Sehr komisch. So, meine lieben Leute. Wir machen endlich Feierabend. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.